Hallo, da bin ich wieder für Conan Exiled. Ja, ich habe die letzte Aufnahme ganz lustig gefunden. Ich hatte eigentlich viel Spaß. Das Spiel hat mich sehr fasziniert. Ich würde gerne heute mal sehen, was es gebracht hat, beim Schrein Sachen in Auftrag zu geben. Und ich weiß nicht, so was mein nächstes Projekt wird. Die Werkbank ist eine Mörderaufgabe, was ich gesehen habe. Aber wir spielen hier mal weiter. Wir gehen wieder ins Spiel rein. Ich bin sehr begeistert vom Spiel. Ich habe nur gesehen, dass ich bei den Sachen, die ich schon gerendert habe, und ich rende auch gerade noch was im Hintergrund, einfach die Audiospur zum Ton des Spiels anpassen muss. Ja, das werdet ihr gar nicht mitbekommen, weil ich die Versionen gar nicht aufstelle. Und ich weiß auch nicht, wann ich sie aufstelle. Eigentlich ist Early Access, eigentlich sollte ich ziemlich zeitnah dabei sein bei den Sachen, die ich aufstelle. Aber im Moment weiß ich sie noch nicht. Und was ich auch schon wieder vergessen habe heute, ist über das andere Mikro aufzunehmen. Deshalb kann es sein, dass ihr hier in der Sprachaufnahme jetzt ab und zu die Musik auch doppelt hört und das vielleicht nicht ganz synchron ist, wenn ich es nachher schneide, weil ich, wie gesagt, die Audiospur und die Aufnahmespur separat aufnehme. Ja, die Serverladezeit, die tut mir extrem leid am Anfang. Ich habe jetzt schon mal probiert, dass ich das kippe. Das Problem ist, meistens bekomme ich dann extrem schwierigen Bild, dass ich ins Spiel reinkomme. Und deshalb lasse ich es jetzt gut sein, lasse ich es bleiben und nehme die jetzt mit auf, spreche ein wenig was ein. Ja, ich habe ein paar Projekte im Moment laufen. Das eine ist Might of Magic 7, das steht jetzt, weil ich dieses Spiel geschenkt bekommen habe. Ja, in den folgenden Wochen und Monaten kommt hauptsächlich Might of Magic 6, danach kommt Day of the Tentacle und danach kommt Monkey Island. Also ich war jetzt nebenbei, neben dem Studium, relativ fleißig am Zocken. Vor allem Monkey Island und Day of the Tentacle sind ideale Spiele für zwischendurch bei einer Bachelorarbeit, kann ich euch sagen. Ja, die Kategorie, die ich auch noch eröffnen will, ist in Zukunft, ich würde gerne einmal in der Woche ein wirkliches Match auf Magic Online spielen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das finanziere, weil es geht mit den Tickets und dem System, was Magic Online hat, schon ins Geld, außer ich spiele mit Phantompunkten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es handhabe, aber ich werde wahrscheinlich Magic Online Modern aktivst spielen. Ich habe ein Deck mir überlegt, entwickelt, anhand von einer Deckidee, die mir bekannt war. Das würde ich gerne optimieren und will einfach schauen, ob man im aktuellen Modern Meta damit weit kommt. Online. Ich bin gespannt drauf, ich freue mich drauf. Ja, ich spiele auch gerne Modern Online, spiele ich UV Control, Monoblue Tron. Ich habe auch eine Variante vom Tron, wo ich schwarzen Tron spiele, also schwarz-blauen Tron. Man spielt ganz oft grünen schwarzen Tron, ich spiele halt schwarz-blauen Tron. Vor allem ist das mir damals gekommen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, der Zauber. Puh. Ja, ist eine Hexerei, wo du den Zug des Gegners kontrollieren kannst, kombiniert mit Discard. Und das war richtig genial, das war eine gute Idee, weil du einfach den Mindslaver eigentlich aus dem Nichts rausziehen kannst. Und schauen kannst, dass du einen Zug dir so vorbereitest, dass der Gegner nichts machen kann und du ihn im Mindslaver Lock dann behältst. Geht anders auch, geht mit normalen blauen Ton auch, aber ja. Ja, weiß ich nicht. Heute hier in dem Spiel ist, glaube ich, mein Projekt die Werkbank. Ist, glaube ich, das beste Projekt überhaupt für heute. Das heißt, ich werde mich jetzt fokussiert darauf, also Stein bekomme ich leicht und Holz bekomme ich auch leicht. Also werde ich mir jetzt überlegen, wie bekomme ich, oder ich werde einfach ein paar Sachen ausprobieren, wie ich am besten an Fälle rankomme. Vielleicht ergibt sich währenddessen, die Ladezeit ist ja extrem lang, ich werde glaube ich verrückt, kann ich da gar nichts tun. Hallo, Ladezeit! Ich laber hier schon 4 Minuten rum. Das wird heute mein Projekt werden. Mal schauen, vielleicht schaue ich, dass ich 1-2 Level abmache. Ich habe heute nicht wirklich viel vor. Für mich ist das Semester gelaufen. Ich habe alles soweit mal abgegeben, wie ich es abgeben kann. Ich habe alle Prüfungen gemacht. Mal schauen, ob ich es geschafft habe auch noch. Ich habe schon einen schwarzen Bildschirm. Ich habe einen anderen Bildschirm als den Ladebalken. Woo, wir freuen uns. Naja, mein Bildschirm wird auch mal abgewischt. Der ist verdammt dreckig, sehe ich gerade. So, hier ist es wunderschön in dieser wunderbaren Wüstenlandschaft. Auf meinem wunderbaren Häuschen hier. Wollt ihr mich verkacken? Ich war gerade im Spiel, warum lädest du weiter? Ich drehe durch. What the hell is wrong with you? What the hell? Ja. Sind wir dort, wo ich das letzte Mal aufgehört habe? Auf meinem wunderschönen Häuschen.
Und der Lag ist auch weg. Ja, ja, meine Kleidung ist ziemlich am Eck. Das weiß ich jetzt auch nicht warum. Aber nichts, was wir nicht beheben könnten. Genau, die Werkbank wird unser Projekt. Das heißt, wir brauchen 50 Tierfälle. Eines habe ich. Jo. So. Ja, das mit den Pfeilen ist beschissen. Das habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Okay, ja, es ist einfach so. Egal, wie viele Pfeile du hast, es bringt gar nichts. Weil sie überleben das Ausloggen nicht. Das ist ein Bug. Finde ich jetzt, ja, mega. Finde ich eigentlich kacke. Das ist richtig kacke. Ist eine Waffe einfach. Nehmen wir mal mit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Manifestation der Aufzähler. Nehmen wir auch mal mit. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Keine Ahnung, für was das Wild da ist. Ja, Stein kann ich hier reinschmeißen. Das kann ich hier reinschmeißen. Geben wir das mal in Auftrag und schauen uns mal an, was ich hier für eine tolle Waffe bekommen habe. Info. Was soll das bringen? Hä? Info. Mithral will die Menschen aufrecht vor ihm stehen und sich nicht wie Würmer auf dem Boden auch vor ihm krümmen, aber sein Altar im Opferblut besudelt. Natos, der Zauberer. Die Reinigung der Verstorbenen ist die wichtigste Teil der Totenriten von Mithra. Wenn ein Mensch stirbt, wird die Hülle, die er einst sein Körper war, in ein Haus... Okay. Damit kann ich Leichen von irgendwelchen... Ja, Viechern, keine Ahnung was. Wein wahrscheinlich, soweit ich es checkt habe gerade. Ja. So, wir fressen aber Käfer, weil die habe ich gerade mit, oder? Ja, fressen wir die Käfer. Nom, 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 nom. Und das droppen wir mal, weil, ja. Was ist das? Menschenfleisch kann ich auch da nicht haben. Lecker Menschenfleisch, ich habe es vergessen, Trottel. F8. Ja. Ah ja, ich sollte mein WhatsApp ausschalten. Wo habe ich mein Handy? Achso, das ist da am Rechner. Moment, ich muss kurz schauen, ob das Spiel das überlebt. Ja. So. Das Handy wäre ausgeschaltet, das WhatsApp am Rechner will ich noch laufen. Ja, ich bin ein WhatsApp-User. Lüncht mich. Ja, Steine erforderlich. Okay, ich habe keine Steine mehr. Und die habe ich gerade alle weggelegt. So, jetzt müssen wir noch alle Relevanz von die Werkzeuge ordnen, weil sonst werde ich ein Schwämmchen. Ja, die Lebensmittelvergiftungen vergängen einfach mit der Zeit. Das ist das, was ich gelernt habe. Die kann man getrost ignorieren und man soll ja dann mal schauen, wie es einem geht. Ja. Und da ist das nächste Handy, was leid. Eieie. Ja, die Menschen als Gegner sind relativ stark, habe ich festgestellt. Passt. So, jetzt haben wir mal 100 Steine, jetzt reparieren wir mein Schwert und mein Schild. Was habe ich nur mit? Das Gemagler reparieren, das Gemagler mal reparieren. Okay, ja, Pfeile wollte ich eigentlich, Pfeile wollte ich noch machen eigentlich. Eigentlich konnte ich gleich noch weiter sammeln, dass ich wieder Pfeile habe. Ja, weil das ist einfach ein Bug. Ja, sowas nervt mich einfach. Wenn im Spiel was Essentielles, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen, nicht funktioniert, dann ist das schon, ja, richtig kacke, finde ich. Das heißt, ich brauche ein paar Äste, das haue ich jetzt aber Bäumchen um. Pflanzenfasern geben, brauchen wir das Gewand reparieren. Und Steine brauchen wir generell, wenn wir Bogen bauen wollen. Also Pfeile bauen. Und zum Reparieren brauche ich auch Steine. Deshalb, ja. Ja, ich baue jetzt nur 20 Pfeile, weil jetzt habe ich immer 40 Pfeile gebaut und habe eigentlich nicht wirklich alle verbraucht oder fast nie irgendwelche verbraucht. Deshalb denke ich mir jetzt, jetzt machen wir ein wenig weniger, weniger ist mehr. Genau. Ja, jetzt habe ich wieder mal dann den aktiven Kahlschlag betrieben. Ja, und ich werde jetzt dort umschwimmen und werde schauen, dass ich vor allem... Was war da? Vorne ist eine Hyäne, die ich mir gleich erledigen. Das
Was war schon mit der jene? Ja, reparieren und reparieren. Ja, jenen sind nicht, sind keine Gegner für mich eigentlich. Ich bin jetzt vor mir die Äste, gell? Ja. Kriegt man relativ, also Äste kriegt man am besten durchs Holz fahren, finde ich. Jetzt aus meiner subjektiven Sicht. Aber kriegt man mal so, wenn man so einen Baum wegkratzt, kriegt man einfach mal 3-4 Äste. Und sonst einzelne Äste aufglauben, das ist einfach Scherz. Außerdem, umso freier das Land ist, was ich hier habe in der Umgebung, umso weniger Viecher sind in meiner Umgebung. Auch Viecher, die mir Böses wollen, ja. Bin schon aktiv am Roden von der Gegend jedes Mal, wenn ich einer kommt ins Spiel. So. 23, nochmal 30 kurz. Ah ja, das ist nicht so gesund mit der Axt auf den Start draufhauen. Aber es geht auch, wenn du es wisst. So. Oh, das ist mein wunderschönes Haus. So, und was ich da jetzt einfach nur. Also jetzt machen wir mal zwei Stacks Pfeile, hätte ich mal gesagt. Wie viel Stein habe ich denn? 100. Wenn ich schon dabei bin, können wir eigentlich gleich nochmal Sandsteindecke. Nein, ich mag Fundamente eigentlich machen. Ah, dann brauche ich mehr Stahl. Okay, passt. Stahl in die Mietabteil ist verplant. Ja, das Holz, das haben wir ins Lagerfeuer, ins Äußere. Okay, da können wir das Holz reinschmeißen nochmal. Da können wir zum Beispiel das Fleisch rein tun. Das Holz ist halt für mich gerade einfach ein Abfallprodukt. Ja, machen wir mal ein kurz, bis das Fleischchen da durch ist. Lagerfeuer ist ein genauso guter Lagerort wie alles andere. Und solange ich noch sehr steinzeitlich unterwegs bin, ist das halt ja, mit Stahl sehr wichtig. Ja, das ist halt ein Grafikbug, mit dem lebe ich auch im Moment. Aber finde ich jetzt nicht eigentlich wütend. Also, gibt schlimmere Sachen als solche physikalischen Glitches. Ich finde die Physik im Spiel ist relativ gut, ja. Für Verhältnisse wie das da ist, ist es relativ gut. So, dann können wir das mal ausmachen und sparen wir ein wenig Holz. Dann haben wir ein wenig, achso, ich werde es mit, passt. Dann nehmen wir das mit und sagen wir mal, use it. Lecker essen. Dann gehen wir da trinken. So, dann können wir gleich wieder mal Reparare machen. Ja, und dann könnten wir eigentlich da mal Fundamente bauen. Wenn wir schon dabei sind, dass ich mein Haus erweitere. Ich weiß nicht, ich habe im Moment einfach keine Aufgabe für mich. Dieses Spiel ist wieder so ein Sandbox-Game, wo du dich in Aufgaben, die du dir selbst stellst, verlierst, weil es eigentlich keine Aufgaben gibt. Überleben ist mal eine Aufgabe, das andere ist, ja, was bauen. Solange man noch alleine herumdaddelt. In der Naswand, das war mal ein voll interessanter Gegner für mich. Also. Im Moment geht es wirklich darum, die 50 Fälle irgendwie zusammen zu cranken. Und was ich da jetzt auch mache, ist, ich schaue, dass ich mal mein Haus vergrößere. Ich werde jetzt einen Vorhof machen, einen offenen, der nicht überdacht ist. Und vielleicht mache ich aus diesem Vorhof nachher im Nachhinein
So ein Innenhof mit einer Befestigung am Engel, ich weiß es noch nicht. Einfach mal ein wenig kreativ sein, sich austoben. Was ich schon überlegt habe, ist, dass ich eine Burg anfange zu bauen. Wie schaut es mit dem Leben aus? Fast voll. Dann können wir die Hygiene davon blott machen, hätte ich gesagt. So. Oh, da kommt ein Riesenross auf mich zu. Kommt mit diesem Target oder nicht? Ah, Hygiene. So, dann ist die Frage, was das Riesenross hier will. Das war ein interessanter Gegner, aber ich glaube, dass mir, wenn ich den Olani angreife, wird er mich töten. Schnell, dass ich Abracadabra sage. Obwohl ich gerade irgendwie noch wieder aufgeklettern kann, irgendwie. Ich weiß nicht, ob es auch noch nicht rankommt. Ich kann es ran. Es ist auch ein Glitch, glaube ich. Wow, wow, nicht abgefallen. Die haben. Und das war auch einmal ein interessanter Kill. Das ist ein richtig großer Gegner. Ah ja. Also die Spinnen sind extrem hardcore als Gegner, vor allem mit dem Gift-Debuff im Nachhinein. Der ist sehr stark. Sind fast meine Albtraum-Gegner. So. Jetzt können wir eigentlich fast zurückkehren. Ah ja, kaputt. Reparieren wir das Ganze mal noch. So, jetzt haben wir nochmal einen Stufenaufstieg gemacht. So, nehmen wir uns noch Felsen mit. Mehr Felsen. Also das mit dem Bogenschießen nervt mich unendlich, das so wie das ist. Reparieren wir hier mal wieder alles. Reparieren und reparieren und reparieren und reparieren und reparieren und reparieren und reparieren. Der Stahl ist wirklich Grindarbeit, finde ich. Holz geht einfach lockerer, locker flockiger. So, bevor jetzt mein Inventar komplett voll ist und ich nicht mehr rennen kann, geben wir da jetzt nur so einen Auftrag, ein paar Fundamente. Ja, wie habe ich denn? Nein, wir geben mal 4 Fundamente in Auftrag und ja, ein paar Mauern plus ein Haustürchen wird. Und dann nehmen wir aus, dann machen wir ein Haustürchen und dann machen wir ein paar Mauer. Ob wir jetzt ein Türchen, echte Tür brauchen oder nicht. Ja, aber das Licht, das sind halt immer so die Punkte, wo man neue Leute finden kann. Oder umbringen kann, also ich bin jetzt immer nur umgebracht. Ja, und man kann wirklich nur durch Grind leveln, das ist auch interessant. Also man hat so, ich nehme jetzt da ein wenig Holz aus dem Lagerfeuer mit. Da ist relativ viel drinnen eigentlich. Ja, nehmen wir da gleich alles mit.
So, und dann gehen wir mal in mein Häuschen. Dunkel ist es hier. Ich weiß nicht, was das Zuflucht bringt. Das habe ich bis jetzt nicht durchschaut. So. Ja, dann reparieren wir da mal meine Primitive. Was sind das? Eine Befehlshelfsmesse. Okay, ich habe noch keine richtigen Fackeln, das stimmt. Also, ich kann keine Steine mehr zum Reparieren. Ha, da war ich jetzt wieder fleißig beim Zeigen sammeln. So. Und zuerst mal Fundament setzen draußen, wie gesagt. Obwohl die Nacht ist nicht so gefährlich, wie ich sie ursprünglich mal angenommen habe im Spiel. Also. Ja. Wo bauen wir denn uns, wo bauen wir uns denn hier weiter aus? Also, ich gesagt, da ist mein Ausgang. Also, baue ich mir da einen Innenhof mit Fundamente. 8. Wie gesagt, noch ein Fundament so drüber. So. Dann hätte ich mal gesagt, brauchen wir ein paar Mauern. Da haben wir 4 Mauern. Ja. Auf 8. Keine Ahnung, was mich angreift gerade, aber es greift mich etwas an. Und das ist das, was ich bis jetzt nicht mehr gefürchtet habe. Wo ist was? Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ich sehe es nicht. Sieht, da wäre irgendwer aus Böses und mich gerade prügeln möchte. Dann sage ich schon, da oben. Das war das erste Mal, dass mir in der Nacht eine Kreatur begegnet ist. Also hat mich jetzt auch nicht sehr beeindruckt. Wenn ich ehrlich bin. So, dann können wir da mal ein wenig Fleisch reinschmeißen. Dass das gut durchgebraten wird. Ja. So. Und dann kann ich da mal noch Eisenerz. Ja. Das können wir irgendwann mal gesammelt Downy haben noch. Das nehme ich jetzt auch nicht mit, das bringt nicht so viel. Und die Musik ist einfach der Indikator, dass man angegriffen wird oder nicht, oder was gerade abgeht. Das ist halt de facto so. Außenseiter, Außenseiter, Außenseiter. Außenseiter, Außenseiter, okay, genau, so. Wir brauchen Stahl, wir können Stahl sammeln, hätte ich gesagt. Für das Projekt, wir bauen uns einen Vorhof. Da kann man schon Steine mitnehmen, aber Steinbrechen ist halt immer noch effizienter als das Steine einsammeln einzeln. Ich habe einen Stufenaufstieg gehabt, hoppla, das wird die ganze Zeit ignoriert eigentlich. Belastung, Überleben, Crit, Prätension. Gesundheitspool, ihn machen wir Stärke nochmal. Ich glaube nämlich, dass das für meine Ausdauer ganz gut ist. Ja, und da ist gerade die Frage, was kann ich dann nur. Ich habe jetzt da 3 Punkte zur Verfügung. Da brauche ich überall 2 Punkte, wenn ich das lernen möchte. Das ist handfertig, leichte Schärpe. Rohleder oder Hüfte getragen werden. Aha, das war eine neue Rüstung, das war eine neue architektonische Möglichkeit, was ich da habe. Ich habe mir gesagt, wir lernen das, kostet 3, ja, das ist wieder die Frage. Steindolch, Steinkeule, ein stockbefestigter Stein, ein einfacher, bei den Dingen geführter Hammer. Das ist die Frage, an was man Interesse hat, was man weiterentwickelt. Was ist das? Ofen. Freischalten. Ich dachte mal so, wir machen einen Ofen. Aha. Was brauche ich für einen Ofen? 500 Star! Scheiß die Wandern! Ich bin der Steinbrechermann, ich bin der Steinbrechermann, der sich einen Ofen bauen will. Also den Ofen finde ich extrem hardcore, aber das machen wir jetzt.
Ich baue mir jetzt zuerst mal einen gescheiten Vorplatz. Also ich baue mir jetzt nur ein paar Fundamente. Da werde ich wahrscheinlich ein wenig weiterziehen müssen, bis ich bis jetzt gekommen bin. Wenn ich hier einen Ofen haben will. Reparieren. Ich glaube, das ist sogar 500 Stangen, gar nicht so viel dann. Wenn ich mir überlege, dass ich jetzt. Gut, ich brauche jetzt nicht für die ganzen Einzelobjekte, was ich mir gemacht habe, aber was ich nicht, in Summe vielleicht 500 Stangen braucht. Ja. Schauen wir mal, wie es mir geht, wenn ich jetzt noch mehr Stangen habe, also mit 200 Stangen. Solange halt die Vorkommen dafür finde, das ist die andere Frage. Also mit den Pfeilen finde ich kacke, das ärgert mich. Jupp, der Nachteil einer Early Access Phase ist halt solche Sachen. Aber wenn ich jetzt in der Folge zum Beispiel kein einziges Mal durchfahre im Bunkerwind gegen das Mammut. Ich finde auch die Fackel ganz praktisch aus Verteidigungswurf gegen Viecher, ja, das habe ich auch schon festgestellt. Gegen Spinnen bringt es nichts, weil die einfach einen Range-Angriff haben, ja, aber. Ein Ofen muss her, ein Ofen muss her, lalalalalalalala. Verkrüppeln das Gift, ja. Das ist halt nicht so vorteilhaft, aber auch kein Problem. So. Also, ich habe mein Feuer brennen lassen, sehe ich gerade. Das wird mich einiges an Holz kosten, aber keine Ausdauer mehr. Ja, zur Flucht. Ja, Zuflucht, glaube ich, hat man sobald man ein Haus baut. Also, das ist schon fast ein Verteidigungsturm einer Burg, so wie ich das aufgebaut habe. Aber da haben wir ja mal. Ah, da haben wir gleich mal ein verdorbenes Fleisch. Jetzt gehen wir da oben dazu da. Nehmen wir mal alles raus, ja. Und dann nochmal alles hinein. Gemeine da an der Holzgemeine schmeißen, genau. Passt. So. New carrying much. Okay, ich trage zu viel. Dann machen wir mal was futtern. Da haben wir noch einen Stufenaufstieg offen, sehe ich gerade. Und dann Belastung ein wenig erhöhen. Ha? Ich trage nicht mehr zu viel. Okay, dann schmeiße ich da jetzt noch. Schmeiße ich den da rein. Also das können wir mal droppen. Ja? Das können wir wegschmeißen. Das Holz können wir da reingeben. Ja? Außer, passt. So, wir haben jetzt für mein Bauprojekt eigentlich den ganzen Stahl fast beieinander. Für den Ofen. Das können wir eigentlich unten noch setzen. Da vorne ist gerade ein Vieh miteinander gerannt, das muss ich eigentlich abwachsen halt. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Ah, da hinten ist. So. F8. Ja, ich werde das Ganze